mit dem Rücken an der Wand. Und jetzt bekomme ich das Zeichen, dass es losgeht. Ich switche also rüber. Also, sorry für alle Snowfox-Fans. Aber jetzt ist es Wii Sports gegen TSV Oftersheim. Auf das 2. Schauen wir mal, dass wir vielleicht die Knife-Runde sogar nicht verpasst haben. Nein, alle 10 Spieler auf dem Server. Wir haben noch nichts verpasst, bereiten sich noch vor. Wir können also hier locker gleich anfangen. Ich hole mir einfach mal meine... Das 2... Ah, das 2 habe ich noch nicht, fällt mir gerade ein. Okay, keine schöne Kamerafahrten auf das 2, aber ein schönes Match. TSV Oftersheim gegen Wii Sports auf das 2. Messerrunde geht los. Und dann schauen wir mal, wer sich hier die Easy-CT-Seite sichern darf. Und während sie sich beschlitzen, kurz die Lineups für Wii Sports. Haben wir den Dustin, den Taito, den Jackie Black, den Lelle und den Luke. Und bei TSV Oftersheim haben wir hier den Coolen, den No, den Yumas, den General Ace und den Recky. Immer ein bisschen schwierig, die Namen sehr zu lesen, wenn da kein Zeichen zwischen Clantech und Namen ist. Aber damit geht's los. TSV auf das Heim als CT, Wii Sports als T, erste Pistolrunde. Good luck, have fun. Viel Spaß beim Zuschauen. Hoffen wir auf ein ähnlich spannendes Match wie eben das auf Overpass, was wir nicht zu Ende gucken konnten. Aber genau deswegen hat die ISEA ja die Regel. Immer anderthalb Stunden Zeit zwischen den Matches, weil es halt auch mal länger gehen kann. Vor allem, wenn es erst eine Viertelstunde nach Matchbeginn losgeht. Und dann heißt es dreimal Rüstung für die CTs, zweimal Nadesets, ein Kit dabei und die TS mit viermal Rüstung, nur einer Flash. Soll es hier wohl Richtung Alang auf dem Spot einfach gehen und die CTs geben das sogar kostenlos auf. Lassen sich hier komplett durchrennen. Gehen jetzt hier von hinten, da steht aber Dustin, hat das Backup, um seine Mates hier nicht überrennen zu lassen. Von hinten geht es hier auch einfach in Pit, hat gar keinen Bock, einen Close Range einzugehen und fightet jetzt hier von einer komfortablen Position gegen den Langspieler. Jumas kommt da rein, lässt sich wegfracken, dadurch 3 gegen 5 Überzahl. Kommen jetzt hier alle über Short rein. Lelle mit dem nächsten Headshot kann hier den nächsten raustraden. Taito mit dem Short, Jackie Black und Taito mit dem Doppel. Und dadurch die erste Runde für Wii Sports können sich hier auf das 2 die T-Runde sichern. Ein bisschen gegambelt von TSV Oftersheim, haben da komplett A offen gelassen, wollten es auf V-Take spielen. Natürlich schöner Backstep, aber Wii Sports hatte es auf dem Schirm, hat den Spieler abgestellt, für nach hinten zu decken. Und hat sich dadurch den Vorteil und die Runde geholt. Force bei jetzt bei den CTs. Lelle mit der Scout. Wird aber abgesmoked. Hat keine Vision, keine Info, was da alles geht. Und es geht wohl Richtung Lang. Fail Nate, aufpassen. Lang eingenommen. ND. Oh, sorry, ich habe ihn No genannt. Er heißt wohl ND. Hier alleine. Und die CTs teilen sich erstmal auf. 2 CT. Einer B. Und Jumas stellt sich hier auch noch mit CT rein. Und dann kommt auch der Mid-Split. Also eine Möglichkeit für Frags. Aber es sind doch wieder Wii Sports hier. Die Frags holen durch die Smoke, holen die ersten Spieler raus. Auch coolen. Kann nichts mehr machen. Dustin holt sich ND und damit nur noch Jumas alleine gegen 5. Also der Force-Buy hat sich definitiv nicht gelohnt. Kein einziger Frag hier. Es sei denn, Jumas kann noch irgendwie ausrasten. Bleibt jetzt hier chillig in CT, die Ts sammeln sich hier, warten einfach nur, gucken, ob sie irgendwo eine Info kriegen, wo denn ist. Und jetzt hier um die Ecke, aber da sieht ihn Lelle, jetzt ist er bekannt, jetzt wird er einfach nur gnadenlos überrannt, bekommt sogar noch einen Headshot auf Dustin. Der überlebt allerdings mit 4 HP. Und von da ist Flawless Runde für Wii Sports und sie können alle Waffen hier weiter reinspielen gegen die Voll-Eco. Natürlich, dass da auch kein Frag war von TSV Oftersheim. Müssen sie hier einsehen, komplett USPs zu spielen. Und wenn sie nicht so komplett ausrasten wie Mousebots gestern, sollten sie hier keine Möglichkeit in die Runde bauen. Gehen jetzt hier auf den Mid-Push, auch interessante Taktik. Lenne nur mit der Scout, kann zwar 2 anschießen, aber nichts holen. Dustin steht aber bereit mit Jackie Black. Können sie das hier aufräumen, dann ist es nur noch keiner mehr. Coolen war noch ganz kurz am Leben. 13-0, Wii Sports gewinnt die Pistol und die Follow-Up-Runden. Aber TSV Oftersheim jetzt mit der Chance, mit ihrem Equipment dagegen zu halten. AWP kommt raus bei Lelle. Alle SMGs wurden auch geupgradet. 4 Rifles, eine AWP gegen 5 M4s. Helme wurden gespart. Gute Neuigkeiten für Lukes Galil. Kann hier tatsächlich die One-Tap setzen mit der Galil.
CTs teilen sich auch ziemlich auf, gehen passiv, decken einfach nur die Pushes ab, dass die CTs nirgendwo aggressiv kommen. Und dann werden sie später in der Runde sich irgendwohin aufbauen und die CTs ihrerseits auch relativ passiv. Lang wurde eingenommen, einer deckt die Mitte. Kulin steht hier für die Popflash bereit und hilft Mitte. Short wird relativ offen gelassen. Kulin verlässt sich da, dass da niemand einfach Short durchschleicht. Denn niemand deckt ihn da oben. Wenn da aber auf einmal ein Kopf hochkommt, ist er wahrscheinlich tot. Aber es wird hier wieder der B-Split aufgebaut. CT komplett abgesmoked. Recki aber mit einem guten Spot. Kulin mit dem Spray durch die Smoke. Nimmt hier schon mal das hin aus dem Rennen. Und dann geht's los. Recki kann die Spieler aber nicht wirklich sehen. Jetzt sieht er sich über die Smoke. Müsste er Luke eigentlich sehen. Aber er sprayt lieber, anstatt zu gucken. Und B-Spot ist damit eingenommen. Easy Plan für die Terroristen. Lelle deckt dann auch aus der Mitte mit der AWP. Also ist es erstmal ein 4 gegen 4 Retake. Wenn sie sich denn beeilen. Gehen auf jeden Fall schon close, aber trauen sich nicht durch die Smoke durch. Haben noch eine Flash. Mit der werden sie dann wahrscheinlich gleich versuchen anzugreifen. Es sei denn, es kommt gleich der Safe Call rein. Und das war's dann auch, die letzte Flash. Kommt jetzt, dann geht's los. Aber die TS stehen so gut. Anti-Flash und holen hier alle weg. Komplettes Massaker. TSV auf das Heim lässt sich hier wegschießen von Wii Sports zum 4:0. Schaffen es hier nicht, in der ersten Ballrunde dagegen zu halten. Hatten eigentlich ein gutes Setup. Aber die Gap in der Smoke, da bei dem CT-Boost, nicht groß genug, dass da Ricky was sehen konnte. Und damit Wii Sports weiter im Driving Seat. Popflash raus, Jackie Black. Winkel, 3 CTs sind da, muss er aufpassen. Die haben hier ein gutes Setup und nehmen ihn auch auseinander. Dusty lässt sich auch noch traden. Gute Runde für TSV auf das Heim. Schon mal 2 Frags, können sich hier vielleicht sogar Waffen sichern. Jawohl, so ist es. Ricky bringt die AK auch seinem Teammate. Und ND mit dem Deagle-Headshot holt hier auch wieder den nächsten Spieler raus. Popflash mit AK. Luke ist auch bereit, kriegt trotzdem ins Gesicht. ND mit dem Headshot macht hier die Runde nochmal richtig gut auf für sein Team. Lelle endlich mit dem Trade, ist aber alleine gegen 2 noch. Und Recki mit der geklauten AK holt hier die erste Runde für TSV auf das Heim. Sie schaffen es in der Eco. Einfach so. Wii Sports nicht konzentriert genug. Bekommen hier die Schellen, gehen langsam allang raus, lassen sich dort traden. Und dann ND mit der starken Einzelleistung auf B, mit dem Deagle One-Tap und dem AK-Kill zum 1:4. Dadurch viel Geld bei TSV auf das Heim, konnten hier reinkaufen, die Spieler, die gestorben sind. Aber auch die Ts nochmal mitten im Ball. Und es geht wohl Richtung B, langsam aber. Also kein Russen-B-Push. Geht hier stumpf aus der Mitte raus, aber gute Counterflashes von den CTs. Aber Kulin hat die Kante nicht erwischt, wollte eigentlich die Bounce-Flash machen, flasht aber den B-Spot. Und jetzt zieht er hier rum mit der Flash, aber Taito hat sie gesehen, ist bereit, holt den Doppelfrag hier. Und jetzt kann B-Spot einfach eingenommen werden. Recki versucht jetzt hier durch die Smoke Hero-Play zu machen, aber Taito ist heiß, holt den nächsten Frag und die CTs sehen ein. Okay, Yumas, der macht da nichts mehr. Also direkte Antwort von Wii Sports, nachdem sie hier gegen die Eco gewinnen, reißen sich wieder zusammen und holen hier richtig schöne Frags. Taito mit dem Triple Frag, Lelle mit ein und dadurch Runde Nummer 5 für Wii Sports. Resetten die CTs natürlich damit. Nur die 2 Spieler, die die Runde zuvor überlebt hatten, haben hier noch Geld. Und natürlich interessant zu sehen, was da nächste kommt. Es wäre so wichtig, wenn Yumas hier die Waffe durchbringt, aber sein Spray komplett daneben, kann es auch nicht recovern. Dustin mit dem Quad Kill, nein. Sorry, es war ja Taito mit dem Triple Kill. Dustin mit einem, Lelle mit einem, Taito mit 3. Und sie entscheiden sich tatsächlich für den Force Buy. Dadurch, dass 2 Leute hier Waffen kaufen konnten und die anderen sowieso Doppel-Ego hätten machen müssen, gehen sie auf den Force, versuchen vielleicht nochmal irgendwie sneaky hier was zu holen. Die Nate Richtung Alang, Alang damit wieder eingenommen. Aber wir sehen schon auf der Minimap diesmal kein Interesse von Wii Sports da Alang einzunehmen. Cool, dann geht jetzt hier auch aggressiv. Da steht Dustin aber bereit. Aber Recki mit der AWP holt der Jackie Black weg. Und Dustin muss hier unbedingt die Ecke checken. Macht aber nicht. Cool, hat den Frack. Hat das richtige Gamble eingegangen, da aggressiv zu gehen. Und da werden Ecken nicht gecheckt. Und dadurch wieder Wii Sports unter Druck hier gegen eine Eco bzw. einen Forceball zu verlieren.
Und die CTs auch ganz schlau, wollen gar nicht mehr, ziehen sich wieder zurück, wissen, sie haben jetzt die Überzahl. Können das jetzt hier locker runterspielen. Und einer der drei verbliebenen Terroristen muss jetzt hier ausrasten. Luke macht den Opening, kommt hier short, lässt sich reinflashen. Er ist komplett blind, aber Yuma ist als Backup. Wunderbar gespielt, gleich der Trade da. Lässt sich hier jetzt auch runterfallen, coolen. Und Yuma stehen hier aber beide unten an CT. Popflash kommt rein. Coolen, sieht den Kopf, kann ihn noch nicht connecten. Aber Yuma ist mit dem Headshot, Lele kann traden. Ist jetzt aber noch im 1 gegen 3. Den ersten verschießt, den hätte er gebraucht, der wäre so wichtig gewesen. Aber Recky steht schon unter ihm bereit, kommt jetzt hier langsam die Rampe hochgeschlichen. Lele sieht ihn, verschießt nochmal. Muss ich jetzt hier wieder neu aufbauen. Kommt jetzt hier über Short Richtung A-Spot. Den haben sie aufgegeben, haben gesagt, lass ihn noch planten. Wir spielen zusammen einen Retake bei 15 Sekunden, geht die Bombe down. Und die CTs haben 40 Sekunden Zeit, den Retake anzuspielen. Recky wartet einfach nur, dass er crossed, aber Lele mit einem schönen Shot holt ihn ja weg. End Richtung Short, aber jetzt genau hat er das Timing nicht. Hat zu viel Angst von Lang und dann kommen beide Spieler Short rum. Hätte er da Eier gehabt und weiter Short abgeaimt. Hätte, hätte. Fahrradkette, zweite Runde für TSV auf das Heim. Zu 5, 3 Punkte Vorsprung, weiterhin BOB Sports, aber wir kratzen hier nochmal ihr Geld zusammen, haben noch genug für eine Buy-Runde. Gehen jetzt hier wieder erstmal aggressiv Richtung B, Lele aimt damit AWP an, sieht aber erstmal nichts, also keine Chance hier einen Opening zu holen. Geht auf den Predict-Shot, aber kann er erstmal nicht connecten. Luke geht hier unten Connector, ruft mal, ob er da irgendwas findet. Hier aggressiv am Door, könnte gleich richtig viele Impact Frags holen hier. Aber geht lieber auf den Molotov und zieht sich wieder zurück. Cross Smoke kommt jetzt raus. Er hat versucht zu Body blocken, hat aber nicht geklappt. Counterflash sehr gut, drei Spieler blind. Die T ist erstmal wieder aufgehalten. Und da kommt der erste Frag, muss ich jetzt zurückziehen. Der Trade muss kommen, aber Taito kriegt ihn nicht. Kommt nicht schnell genug hinterher. Die nächste Cross Smoke ist da. Taito mit dem Shot gegen Window, aber Yumatz ist da mit dem Bang. Jackie Black kann hier den Spot aufmachen, holt den Doppelkill, Dustin mit dem nächsten in der Mitte und es ist nur noch General Ace alleine. Auf einmal macht Dustin und Jackie Black hier zwei Doppelfrags und machen damit die Runde auf. General Ace zieht auch anscheinend ein. Er muss hier safen, ist sich auch nicht so ganz sicher. Dann kommt hier auch eine Flash nach der anderen ins Gesicht. Und jetzt gehen die T sogar an, die Nate wunderbar auf 10 AP. General Ace auch mal mit dem Headshot gegen Dustin, Jackie Black muss aufpassen. Aber hat den Track. Den dritten der Runde. Starke Einzellastung von den beiden Einzeljungs. Da hatten die CTs jetzt eigentlich schon fast wieder Kontrolle. Und dann lassen sie es doch wieder aus ihren Händen schlüpfen. Wii Sports mit Runde Nummer 6. CT Geld wieder am Ende. Müssen wieder in den Force Buy. Aber den haben sie vorhin ja auch gewonnen. Anschuss hier durch die Wand mit der AWP. Geht es zusammen an langen Richtungsspots. Recky verschießt den ersten. Den hätte er so gebrauchen können. Das wäre schon mal ein guter Opening gewesen. Jetzt müssen die CTs sich zurückpushen lassen. Einer CT, einer Boost, einer oben auf dem Spot. Der erste Frack ist da. Cool, nimmt Luke raus. Der nächste auch. Die Ts gehen wieder. Einer nach dem anderen drauf. Jetzt werden sie hier einfach nur umgepusht. Müssen jetzt gucken, dass sie schnell von lang wegkommen oder das zusammen gut ausspielen. Denn sie sind in unserer Zahl 3 gegen 4. Und Jackie Black hat auch nur noch 6 HP. Tauschen jetzt die Waffen dementsprechend. Damit Jackie auf jeden Fall einen One-Shot hier holen kann mit der Ave. Aber TSV Oftersheim kommt hier wieder stark im Force-Buy zurück in die Runde. Schließen jetzt auch ganz viel aus, können jetzt hier lang von hinten dicht machen. Und Wii Sports will es versuchen hier durchzugehen. Yumas könnte hier ein perfektes Timing haben. Coolen wird hier weggeholt von Lele. Starker Headshot in die... von Short. Recky nimmt jetzt die Füße in die Hand und
beeilt sich von lang zu kommen. Da hat Jackie Black aber das Aim, holt den Frag. Und damit dann wohl doch keine Chance mehr. Wird jetzt nochmal Waffen getauscht. Andy geht hier vor mit Famas, holt den Headshot. Ganz wichtig, K-Spieler von Jumas weggetradet und es ist Jackie Black mit 8 HP. Holt er hier die Runde mit 6 HP, sorry. Also starke Entscheidung, da die Waffen zu tauschen. Hatte mit der AWP definitiv mehr Chancen gehabt, hier die beiden Fracks zu holen, als im AK-Spray. Und damit schafft es V-Sports gerade noch so wieder, diese Force-Buy abzuwehren. 5 Punkte Vorsprung wieder für V-Sports. Und die CTs in der Voll-Eco gehen hier wieder mit 3 Mann lang. Da steht Taito bereit, er kann hier wieder auch nicht reinfarmen, aber sieht ein, dass er dann nichts connecten kann und zieht sich zurück. Die CTs kommen auch nicht durch den Molotow durch und dadurch geht es wohl jetzt hier Richtung B. Coolen, was kann er hier mit der CZ anrichten? Kommt hier im richtigen Moment rum, hat aber das Aim nicht. Jackie Black holt ihn weg und dadurch wird B erstmal wieder eingenommen. Das muss aufpassen, da steht jemand am Tor mit dem Messer, geht er da raus, lässt sich wegfracken. AK in den Händen von einem CT-Spieler. Taito kann wenigstens eintraden. AK aber immer noch in den Händen von Jumas. 4 gegen 2, Bombe gelegt. Runde sollte V-Sports gehören, aber müssen Schadensbegrenzung machen. Jumas kann nämlich noch einen rausnehmen. Und Jumas wird wohl erlaubt, hier die Waffe durchzubringen. Hört er den Spieler und ist geil auf den Frag. Aber die Waffe ist, glaube ich, wichtiger. Wenn wir uns die Economy angucken, wenn er eine droppen kann, kann eigentlich fast jeder Spieler, der kein Geld hat, was bekommen. Er kann kaufen. Aber das wird richtig knapp dabei und er verliert die Waffe. Dadurch ist die Entscheidung eigentlich fast abgenommen. Sie hätten hier ein richtig schlechtes Equip, wenn sie kaufen. Aber ich glaube, das lassen sie sich nicht nehmen. 6 Punkte Rückstand. Sie müssen was machen. Dadurch sind sie gezwungen, hier rein zu forcen. Auf Helme wird verzichtet, dadurch der Ball relativ okay. Nur 3 Smokes, nur ein Molotow. Nades natürlich so gut wie überhaupt nicht vorhanden, wenigstens 2 Diffuse Kits. Und damit wollen sie es jetzt richten. Lenn mit dem Frag holt Lelle weg, schöner Reflexduell. Holt da die AWP weg. Lelle hatte eigentlich den Vorteil mit der Position, aber Coolen mit dem schnelleren Shot. Black hat die aber aufgehoben. Will nochmal gucken, ob er die Leistung von vorhin wiederholen kann. Mit der AWP ein paar Fracks zu farmen. Luke lässt sich hier wieder reinflashen, wird aber sofort abgesmoked von den CTs. Das war ihre vorletzte Smoke. Nur noch General Ace mit einer Smoke und Flash. Danach können die Terroristen hier anspielen, was sie wollen, ohne aufgehalten zu werden. Taito wollte da Mitte schon mal auf Info gehen. Recki steht aber bereit, holt den Frag. Coolen zieht sich hier auch zurück, will sich da nicht überraschen lassen. Und jetzt geht's hier Richtung Short durch. Jumas muss jetzt hier den Frag ziehen, wird abgemollot. Kann den Frag aber zum Glück noch gegen Luke holen. Und Dustin kommt auch von Langen mit dem richtigen Backup. Coolen zieht um die Ecke, schöner WP-Frag, wird von Jackie Black getradet. Der ist jetzt aber im 1 gegen 2. Bombe wird auf jeden Fall noch legen, das ist schon das mindeste Ziel der Runde. Aber hat immer noch 2 Spieler zu finden. Und Recki guckt einfach nur nach oben, sieht ihn da auf die Kiste springen und holt den Easy Frack zum 3 zu 8. TSV Oftersheim schafft es endlich mal wieder eine CD-Runde aufs Board zu holen. Müsste das aber jetzt aber mal am Stück schaffen, wenn sie jetzt wieder resettet werden. Dann sieht das gar nicht mehr so gut aus, hier zurück ins Spiel zu kommen. Wieder der Anschuss in die runter auf 30. Also Lelle mag es dadurch, die Dor zu spammen. Und jetzt wird sich hier lang aufgebaut. Und genau in dieser Runde ist kein einziger CT hier lang. Die warten hier auf die Nades oder auf irgendeine Info, dass hier irgendein Spieler kommt. Aber am Ende nehmen sie jetzt selber lang ein. Doppelsmoke von den TS ist auch da. Können das also hier locker anspielen, sich aufbauen. Und dann
machen, was sie wollen. Aber es ist wohl nur ein Fake. Ziehen sich sofort wieder zurück. Die CDs haben schon verschoben. Lassen hier B und Mitte komplett offen. Da ist nur im D auf B. Und General Ace guckt hier ein bisschen in Mitte cross, aber sieht natürlich überhaupt nicht, was da unten Richtung Tor rausgeht. Und Lelle soll mit AWP mal gucken, was er bei Erlangen sieht. Während seine Teammates sich hier Richtung Short aufbauen. Das könnte natürlich grandios werden für TSA auf der Heim. Die kommen jetzt nämlich hier lang. Die Flash ist nicht gut. General Ace und Yuma's mit dem Spraydown. Yuma's mit dem Triple Frag. Und dann ist es endlich Lella und Jackie, die hier traden können. Aber sind im 3 gegen 2 Unterzahl. Yuma's mit dem Winkel sieht den Kopf. Schöner Headshot. Und der Follow-up-Kill. Lella alleine gegen 3. Kommt hier mit der AWP. Yuma's steht Klaus um die Ecke. Jiggle Peak ist da. No-Scope sitzt nicht. Zweiter No-Scope. Kommt, glaube ich, auf dem Server nicht mehr an, sonst hätte er gesessen. Und dadurch Runde Nummer 4 für TSV auf das Heim. Vielleicht schaffen sie es doch irgendwie, hier nochmal zurückzukommen. Die T ist jetzt nämlich in der Eco. Scheint wohl schnell Richtung Mitte zu gehen. Da steht cool. Da geht jetzt hier einfach aggressiv unten in die Tor rein. Hält den Winkel. Für einen ist er bestimmt gut. Jetzt müsste er einfach nur überrennt werden. Und da ist es. Taito mit dem Frag. Keiner ist da zum Reagieren. Taito nimmt die AWP und holt auch den nächsten Frag. Und jetzt muss es einfach nur schnell irgendwo hingehen zusammen, bevor die CDs sich neu organisieren können. Luke geht jetzt hier über Short. Dustin ist schon vor B. Nimmt sich auch die zweite AWP jetzt. Geht jetzt hier vor B. Und die steht aber bereit. Holt den ersten. Weiß nicht, ob Dustin da so überzeugt war, dass da niemand B ist. Er rennt auf jeden Fall gegen die Wand. Taito kommt um die Ecke, verschießt auch mit der AWP. Andy bekommt die Info, wo die Bombe ist. Wartet jetzt einfach nur auf seine Teammates. Bleibt hier hinten versteckt. Luke zieht rein, hat aber den Frag mit der CZ. Yuma's steht aber schon am Window bereit. Wird hier abgeflasht, abgemollot. Also der Plant sollte möglich sein. Es sei denn, Yuma's kann hier den Cross töten. Den ersten hat er sprayt weiter. Aber Taito mit dem nächsten Frag der Runde. General Ace steht aber schon bereit. Taito hat das aber auf dem Schirm. Schwierige Situation. General Ace weiß auch nicht so ganz, was er machen soll. Bleibt hier Dev, guckt nach links und nach rechts. Taito mit einer Möglichkeit, mit dem Quad-Kill hier die Runde zu klatschen. Fängt jetzt an. General Ace geht vor. Aber lässt sich wohl nicht verarschen. Nächster Fake kommt. General Ace kommt im Window. Taito guckt nicht hin, aber geht noch nicht komplett durch. Also extrem knappe Winkel hier. Jetzt geht er auf den Vollplant. Und jetzt weiß General Ace auch, wo er ist. Kommt jetzt hier ins Tor, steppt aber ganz laut, baitet den Schuss und Taito schafft es nicht, die Runde zu klatschen. Aber schöner Eco von den Terroristen. 4 Frags und der Bombplant. Die CT-Economy so krass gestresst, dass sie jetzt mit einer gewonnenen Runde hier die Eco zwingen könnten. Beziehungsweise den Force bei, denn es wird ja dann die letzte Runde. Also die T ist nochmal mit dabei, nochmal mit der Chance hier die 9. Runde Sport zu holen. Oder TSV auf das Heim hier noch eine CT-Runde zu holen. AWP in beiden Lagern, 4 Rifles mit dazu. Und dann geht es hier wieder Richtung Erlangen. Diesmal stehen da schon 2 bereit, der Molotow ist früh genug, dadurch keine Möglichkeit, die TS was zu machen. Kuhn hat diesmal wieder das AWP-Duell gegen Lella gewonnen. Execute Richtung Lang, aber da stehen 2 Spieler perfekt, aber Yuma ist komplett blind, kann überhaupt nichts machen. General Ace genauso, schöner Execute von Resports. Kommt da einfach raus aus der Map. Aus Erlang und können jetzt hier den A-Spot anspielen. Nate von Recky runter, macht den Doppelspray durch die Smoke, holt die 2 Spieler. Nochmal ein bisschen Hoffnung, da coolen auch gerade den Frag und auf einmal sind die beiden Entry-Frags auf Lang die einzigen, die sie hier auf dem Konto haben. Jackie Black kann da zwar noch coolen rausnehmen, ist jetzt aber im 1 gegen 2, 45 Sekunden. Zieht da aber den Helm, beziehungsweise den Ellenbogen, kann aber den Frag nicht ziehen. 35 Sekunden, beide CDs wissen, wo er ist. Andy smoke sich da auch von der Kiste weg. Jackie Black verschießt den Fleck, hätte haben müssen, aber Andy ist sowieso da mit dem Trade.
Und der sechsten Runde für TSV auf das Heim. Die kommen jetzt wieder hier gefährlich nah ran. Die TS ohne Plant natürlich mit einem richtig bescheidenen Ball jetzt. Jumas mit 15 Frags definitiv am Carryen. General Ace nur mit 3 Frags kommt noch gar nicht ins Match rein. Mal sehen, ob sich das auf der T-Hälfte ändert. Nochmal eine Timeout von V-Sports. Wollen besprechen, was sie hier in der letzten Runde nochmal Gutes anspielen können. Was war das Erfolgsrezept von den 4 und 3 Runden, die sie am Stück gewonnen haben? Klar, hier war das Erfolgsrezept die gewonnene Pistole in die Follow-up-Runden. Aber hier, hier und hier haben sie irgendwas gut gemacht. Und daher darauf besinnen, was vorhin funktioniert hat. Und dann nochmal mit Motivation in die letzte Runde der ersten Hälfte. Ist übrigens ein Best of One. Mein Befehl im Chat ist noch alt vom letzten Match. Natürlich das 2 hier und nicht Overpass. Zwei AKs, UMP. Die Scout bei Luke. Lelle überlegt noch, was er kauft. Hat auf jeden Fall kein Geld für AK-Rüstung. Nehmen sich sehr viel Zeit, um mir zu besprechen. Lelle ist vielleicht auch AFK, da er noch nicht gekauft hat. Also will hier nicht davon ausgehen, dass hier die größte Taktik der Welt gleich gecallt wird. So scheint eher eine biologische Pause zu sein als eine taktische. Und daher schauen wir noch ein bisschen gespannt aufs Scoreboard. Relativ wenige Assists, also wenn hier Frags fallen, dann meistens komplette und keine Anschüsse und dann jemanden, der finisht. Das heißt, entweder das Aim ist bei jedem on point oder es ist einfach nie jemand da, der traden kann. Und die Low-HP-Spieler überleben immer. Da kommt auf jeden Fall die On-Pause. Letzte Runde der ersten Hälfte. Die Chance für den TSV auf das Heim, hier zurückzukommen. Eine Runde Rückstand nur zu haben oder für B-Sports das 9:6 zu holen und mit einem guten Gefühl in die zweite Hälfte zu gehen. Denn wenn sie jetzt hier noch eine Runde verlieren, heißt es 5 Runden am Stück verloren. Das ist bestimmt kein gutes Gefühl. Jumas komplett blind. Das ist wieder der Lang-Execute von V-Sports. Diesmal holen sie auch wieder den Opening. Das sind auf Jumas. General Ace kommt gerade so noch um die Ecke. Kann seinen Teamkollegen nicht rächen. Boostet jetzt hier den Kollegen hoch auf den Spot. Das ist Coolen mit der AWP. Aber wieder wird er Lang nur kurz angespielt. Und Coolen mit dem Headshot gegen Jackie Black. Nimmt er ihn da aus dem Rennen. Also sehr oft hier Lang eingenommen, aber am Ende spielen sie es nicht aus. Dann zieht sich lieber wieder zurück und da steht Coolen mittlerweile auf Short, verschießt. Zieht sich jetzt hier zurück. Aber es wird wohl eh der B-Split werden. Und das könnte ein guter Call sein, denn niemand deckt so wirklich intensiv die Mitte. Recki hier auf der Baustelle. Mal sehen, da muss jetzt hier die Frags ziehen. Luke checkt es nicht, geht mit dem Rücken zu ihm. Recki hat hier mit dem Spray. Holt doch fast noch das, denn der kann sich auch recovern. Und ND hat jetzt hier die Aufgabe, den B-Push aufzuhalten. Da kommen zwei Spieler raus. Taito und Lelle. Lila Wallowe, den hat er. Es ist nur noch Taito um 1 gegen 3. Weiß, wo ein Spieler ist. Geht hier über Plateau rein. Aber ND hat den nächsten Headshot und holt Runde Nummer 7 für TSV auf das Heim. Und damit ein Punkt Vorsprung nur für V-Sports. Nachdem sie so gut angefangen haben in der ersten Hälfte, müssen sie sich jetzt damit zufrieden geben. Und nochmal kleine Ready-Up-Phase. Hoffen mal, dass sie nicht allzu lange dauert. Wir hatten ja gerade erst eine Timeout.
Aber wir haben Coolen verloren. Er bewegt sich nicht. Von daher nehme ich an, dass da nochmal eine kleine Pause eingesetzt wird. Und dann können wir hier gleich in die Hälfte 2 reingehen. Das 2 relativ ausgeglichen. Wenn ich mich für was entscheiden müsste, dann wahrscheinlich eher für CT. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Resports hier doch mit einem guten Gefühl in die zweite Hälfte reingeht. Lele spielt ein bisschen Fußball. Im Rahmen der Weltmeisterschaft ist das voll okay. Auch wenn das Geräusch dazu überhaupt nicht passt, aber naja. Das war sowieso noch ein Easter Egg von Valve, also warum dem Ball auch noch ein vernünftiges Geräusch geben, ist anscheinend schwer zu programmieren. Und da kommt das Ready-Up. Beide Teams wieder bereit. Voller Energie, voller Motivation. Für Hälfte Nummer 2. Zweite Pistol-Runde. Respawn als CT. TSV auf das Heim als Terroristen. Und dann sehen wir gleich mal. Viermal Rüstung, Smoke und Diffuse bei Respawn. Und die Terroristen mit drei, viermal Rüstung und einem Nate-Set. Und es geht wohl nach alter Russenart Richtung B. Aber dann doch wieder langsam, also kein YOLO-Push, sondern Standardaufbau Richtung Mitte. Und der Short-Push hier könnte richtig effektiv werden, zumindest für die Terroristen. Da nehme ich komplett Vision drauf. Aber Jackie mit einem, das muss ich zurückziehen, der springt. Das ist das Einzige, was du nicht machen darfst in der Situation. Springen, denn dann sehen dich alle von unten Cutters. Und könnte ich dann easy wegfraggen. 3 gegen 4 Überzahl für die TSV. Jetzt kommt Luke hier rein mit dem Hero-Play, kann aber keinen einzigen rausnehmen. Lelle versucht es hier irgendwie zu reparieren. Aber bekommt auch noch nicht 10. Taito jetzt mit dem Backup. Bombe wird hochgeworfen, wird Richtung A gebracht. Und die beiden letzten Ts machen das hier dicht am Tor. Taito mit einem wird von Jumas getradet. Und die TSV kann sofort ausgleichen in der ersten Runde zum 8 zu 8. Und kann jetzt ihrerseits ihre Führung holen. CT ist mit dem Forceball. Eine CZ, 4 Deagles. Lelle ohne Rüstung, will hier schon mal ein bisschen auf seine AWP sparen. Aber geht nicht auf die Voll-Eco. Kleiner Spray durch die Door, Lelle ein bisschen angeschossen. Aber hat nur für einen mentalen Schock gereicht und nicht für ernsthafte physische Schäden. Bei Erlangen wurde schon mal angefragt, ob da was ist. Kuhn bekommt die Info, jupp, hier ist was. Also entscheidet sich, nö, dann gehe ich da nicht hin. Es wird langsam Richtung Mitte aufgebaut. Lelle wird hier auch rausgeflasht, muss sich zurückziehen. Hat aber weiterhin nochmal Bock da rein zu aimen. Nächste Flash ist da. Smoke kommt auch raus, aber es geht wohl eher Richtung Short. Bombe noch hinten vor Erlangen. Also noch nicht so ganz entschieden, wo sie hin wollen. Eine Minute haben sie auch noch zu spielen. Aber jetzt geht es Richtung Shorts. Recky kommt in die Ecke, bekommt von Luke die Schelle. Und die muss aufpassen, dass er nicht auch eine bekommt. Auch runter auf 49 und auf Lower P. Luke trifft hier jeden Deagle Shot, auch wenn nicht jeder in den Kopf geht. Und jetzt wird hier lang angespielt. Jackie Black kann aber keinen einzigen holen. Wird sich jetzt hier traden lassen und dann heißt es doch relativ easy, wollte ich sagen, die Runde. Aber noch lebt Taito. Gegen 3 hat Indy da gespielt. Kann den Kopf nicht treffen, jetzt hat er ihn. Nur noch 2. Einer ist Low HP, der plant das Low HP. Wenn er da den Cookie macht, kann er ihn wegfraggen. Aber er hofft einfach, dass sich der Spieler so zeigt. Aber die Hoffnung ist zunichten. Coolen hier in der Kuhle auf Alan. Sieht ihn jetzt. Sprayt rein. Taito kann natürlich kaum was machen und lässt sich von Jumas an der Mitte rausfracken. TSV auf das Heim mit der ersten Führung, 9 zu 8, mit der Chance, die weiter auszubauen, da die CTs in die Voll-Eco müssen.
Scout macht da wieder ein bisschen Druck durchs Tor, aber nichts connected. Keine besondere Taktik bei den CTs. Spielen hier standardmäßig 2B3A. Haben da vielleicht ein kleines Lang-Setup aufgebaut, aber mehr auch nicht. Sind auch komplett 5 USPs, keine Nades, keine Upgraded Pistols, keine Rüstungen. Damit müssen sie gucken, wie viele Frags sie damit holen können. Jeder Frag ist ja natürlich Gold wert mit der USP. Man kann da nicht allzu viel erwarten. Weil Lang wird gerade schon angespielt. Coolen geht hier vor. Ich muss aufpassen, bekommt da die Shots schon durch die Scheibe. Und Coolen schleicht hier an Lang vor. Sobald ihn jemand spottet, kann Luke ihn da vom Core holen. Er piept hoch, holt da ganz viel Schaden und hat den Frag auch am Ende. Und hat sogar noch 90 HP. Kann jetzt hier die AK sich holen. Recky müsste ihn fracken. Hat ihn doch gerade noch so, bevor um die Ecke kommt. General Ace aber mit dem Teamkill auf ND. Macht auch noch ein bisschen Probleme. Aber Recky auf einmal mit dem Doppel-Scout-Headshot. Holt das wieder raus. Aber Taito und Lelle noch am Leben. Ziel wäre natürlich, eine AK hier mitzunehmen. Aber bisher ist es erstmal nur eine MAC-10. Damit kann Lelle noch ein bisschen Geld farmen, wenn er damit irgendwo den Exit-Weg findet, der Terroristen. Aber ja, kein Versuch mehr von den CTs hier noch was zu machen. Die Ts exiten alle überall lang, deswegen auch keine Chance auf dem Exit-Track, es sei denn, Lelle beeilt sich hier. Aber ich denke, die werden alle ins Pit gehen und hier kein Risiko mehr versuchen. Lelle versucht es noch, sich irgendwo einen Exit-Track zu sichern. Geht hier aggressiv, aber wird natürlich gehört. Recky sprayt aber vorbei. Lelle nochmal mit $600. Danke dafür. Sprayt rein, holt sich fast noch den nächsten. Da rettet die Glocke vor dem K.O. Und damit die nächste Beirunde für V-Sports. Dustin bleibt sogar bei der MAC-10. Hat hier lieber Bock auf volles Equipment. Geht hier zusammen aggressiv auf Short. Während die Ts da Alang einnehmen. Also ähnlich wie vorhin. TSV macht das V-Spots nach, nimmt die aggressiv Alang ein. Mal sehen, ob sie was draus spielen. Lelle mit den Opening, holt hier Recky weg und eine Nipkatas. Und in die wird alleine im Pit gelassen. Also ähnlicher Approach, Alang einnehmen und dann Spieler dort setzen. Beide Teams, sowohl im Attack als auch Defense, wird das gerne gespielt. Taito steht hier close an der Smoke. Zieht sich dann aber doch wieder zurück. Mal sehen. Coolen könnte hier ein perfektes Timing haben. Taito sieht ihn aber. Und dadurch ist Coolen jetzt im 1 gegen 2. Muss aber aufpassen. Jackie keine Waffe in der Hand. Coolen mit dem ersten Headshot. Wird aber von Jackie getradet. Kurzer Schockmoment für die CTs. General Ace. Holt Dustin weg. Und da ist niemand da zum Traden. Und auch Luke bekommt hier einen Headshot durch die Wand. Und Lelle lässt sich auch einfach umpushen. Auf einmal geht die Runde einfach auseinander. V-Spots schafft es hier nicht vernünftig zu verteidigen. Und sind jetzt im 2 gegen 3 Retake. Jackie hat auch kein Timing-Luck. Sieht den Spieler nicht crossen. Er hat zwei Spieler auf Alang. Also kaum noch eine Chance hier zurückzukommen. Macht aber auch keinen wirklichen Sinn zu safen. Denn Geld ist sowieso kein Star nächste Runde. Müssen also sparen. Könnte höchstens argumentieren, dass er in der Runde dann versuchen, Impact zu bekommen. Liegt ein AWP. Das wäre natürlich eine schöne Safe-Waffe. Und genau das ist der Plan, Luke. Macht auch nochmal ein bisschen Stress. Sieht sich jetzt aber auch zurück. Bekommt auch noch den Frag gegen General Ace. Aber der hatte sowieso schon mit seinem Leben abgeschlossen. Mit 9 AP war er dann noch ziemlich spät am Spot. Damit Runde Nummer 10 für, oh, Runde Nummer 11 für TSV auf das sein. Ja, Geld extrem knapp, aber durch zwei gesavte Waffen können zweimal droppen, könnten sie hier in Force irgendwie rechtfertigen, aber die sagen sich, ne, wir sparen, kaufen dann alle vernünftig nächste Runde und versuchen jetzt mit den zwei gesavten Waffen hier irgendwie Akzente zu setzen. Und ist es soweit? Ist es soweit? Es ist soweit. Der B-Push kommt. Taito sprayt hier rein mit der 5-7. Holt den ersten Frag. Lelle mit seiner P250 versucht es auch noch. Bekommt aber keinen einzigen. Die Flashes sind zwar gut von seinem Teammate. Sein Aim hat zwei Headshots gemacht. Also kann man nicht meckern.
B ist noch nicht gelegt. Also die CTs sind ja schon super close und gehen jetzt einfach rein. Machen hier alles kaputt. Luke mit dem Doppelfrag, aber in die mit dem Triplefrag. Und schon ist es nur noch Jackie Black im 1 gegen 2. Er hat die Ave, also definitiv die Möglichkeit, noch was zu reißen. 1:15 auf der Uhr. T ist sehr nervös. Das war gerade sehr hektisch. Sind jetzt erstmal froh, dass sie wieder Map-Control haben. Zwei Flashes immer noch. Jackie zoomt jetzt hier ran. Das wurde natürlich gehört. Also seine Posi wieder bekannt. Beide mit dem Fokus auf ihn. Er ist sich definitiv unschlüssig. Soll er es versuchen? Wie viel Risiko geht er ein, hier einen Frag zu finden? Könnte einen auf Simple machen. Aber guckt, ob er irgendwo den Spieler findet. Er hat ihn jetzt auf jeden Fall gehört, weiß, dass er dort ist. Aber jetzt nimmt er die Beine in die Hand, versucht hier wegzukommen. Recky hört das, straight rein, kann den Frag aber nicht holen. Und Jackie geht sogar nochmal auf den Schuss, muss jetzt aufpassen. Nimmt die Arme in der Hand, wird auch von zweien überrannt. Das wird richtig knapp. Die rennen ihm jetzt hier hinterher, verfolgen ihn. Aber sollten da nicht mehr rankommen. Jackie kennt die Winkel, kommt hier um alle Ecken und schafft es, die AWP zu safen. Und Wii Sports jetzt mit 4 Punkten Rückstand muss anfangen zu verteidigen. TSV auf der Sam kommt jetzt richtig gut ins Match rein, findet die Opening Kills und spielt das hier sauber runter. ND, klar, gerade mit der starken Einzelleistung mit dem Triple Kill hat er sein Team nochmal davor bewahrt, hier geekot zu werden. Und jetzt heißt es hier auch wieder erlangen, aber die Spieler sind schon raus, muss er aufpassen. Ziehen sich auch wieder zurück. Das heißt wieder Lang Control für die TSV. Für den TSV natürlich. Und Coolen wieder mit dem Opening. Dustin kann flashen, Luke aber schon tot. Wird hier Short aufgebaut. Die Popflash kommt rein. Das ist aber nur eine Smoke. Hat das besser gesehen als ich. Bleibt doch stehen. Und Taito ist aber von hinten da. Hat den ersten. Jackie Black muss jetzt hier eine Frag ziehen. Verschießt aber. Der wäre so wichtig gewesen. Jetzt muss er hier schnell wegkommen. Und wieder Mitte annehmen. Holt er den Schuss durch die Wand. Kein Kill. Aber immerhin schon mal Schaden gemacht. Jetzt zieht er sich zurück. Aber ist so langsam. General Ace mit dem Frag. Das sind von hinten. Holt den ersten. Das war der Low-HP-Spieler. Wieder ein Klatsch für Wii Sports. Wieder nur 1 gegen 2. Beziehungsweise 1 gegen 3 vorher sogar. Also der TSV schafft es, Kontrolle über das Match zu übernehmen. Und hier auch Runde 13 zu holen. Das sind safe seine M4. Durch die gedroppte Waffe. Boah, es ist echt schwierig. Holt sich sogar jetzt noch die Ava. Er könnte eine legen. Jackie kann kaufen, vielleicht was Kleines legen, aber drei Spieler brauchen einen Drop, also schwierige Entscheidung für den In-Game-Leader. Und es wird wohl der Force gecallt. Sie haben Schnauze voll, sie wollen jetzt nicht nochmal sparen. Gehen auf die Doppel-AWP sogar. 3 M4 sind am Start. Klar, maximaler Loser-Bonus. Das reicht dann schon. Und TSV auf das Heim wieder Richtung B. Aber nur ein langsamer Aufbau. Lang wieder eingenommen. Dadurch können sich die anderen beiden Spieler zurückziehen. Mitte-Control von Lelle und Taito. Aber hier kommt Recky wieder. Als erster um die Ecke. Shortkiste wird abgesmoked. Kann Lelle hier endlich mal einen Frag setzen. Sieht er die Spieler, muss sie zurückziehen. Taito holt ein, wird aber getradet. Und Lelle kann wieder nicht traden. Das jetzt endlich, da Yumas nochmal repeak. Das hätte er sich sparen können. Wollte aber da noch einen Akzent setzen für sein Team. Lelle jetzt alleine auf B. Immer noch 3 Spieler auf A. Jackie verschiebt jetzt hier auf die Mitte. Es wird aber A auf Retake gespielt, wie es aussieht, denn keiner deckt Short. Das wird hoffentlich kommuniziert an Luke, jawohl, jetzt guckt er selber da hoch. Aber ist natürlich in keinen schönen Spot, um Short zu decken. Und guckt mal, was er mit der AWP hier erreichen kann, während sich langsam auf Short vorbereitet wird.
Jackie mit dem AWP-Duell und Luke muss jetzt hier was fracken. Das wäre so wichtig, aber lässt sich überrennen. ND mit dem Headshot kommt jetzt hier kostenlos auf den Spot drauf. Kein Spieler ist irgendwie in der Nähe, um das zu verhindern. Dustin von Alang. Jackie kommt hier über die CD-Base und Lelle über Shorts. Wir haben eigentlich einen guten Zugriff jetzt auf den Spot, müssen nur zusammen agieren und die Shots treffen. General Ace ist das erste Opfer. Lelle zieht um die Ecke, verliert das Duell. General Ace mit dem wichtigen Impact Frag in der Runde. ND holt sich ein, wird getradet. Dustin, one-on-one gegen General Ace. Er ist auf T, definitiv aufgewacht, aber verliert hier das Duell. Also Dustin mit der rettenden Runde zum 9:13. General Ace hätte da zum Helden werden können. Ist hier immer noch mit 12 Frags ziemlich weit unten, aber wir erinnern uns, er war echt abgeschlagen auf der CT-Hälfte. Jetzt auf T, macht er gute Impact Frags. Sehen Sie ja auch an den Isaiah-Stats, die ja in der Hälfte zurückgesetzt werden, dass er hier schon 26 Punkte geholt hat. Und jetzt geht es hier wieder schnell Richtung Alang. Die CT stehen da aber zu dritt und machen richtig viel Stress. Da wird rumgetradet. 2 gegen 2. Tracks. Und damit ist es das 3 gegen 3. Und alle T's sind aufgeteilt. Einer Mitte, einer B, einer A. Die müssen sich jetzt wieder zusammenfinden. Die CDs stehen hier zusammen zu zweit auf A, einer in der Mitte. Taito muss aufpassen, dass er das Timing hat, um hier den B-Push abzufangen, denn es sieht so aus, als ob Kuhn hier auf A Stress machen soll, während es auf B geht. Kuhn hat hier Timing, keiner hat ihn auf dem Schirm. Lelle wird hier von hinten gleich gefrackt, jawohl, da ist der Frack. Und dann werden die Rotations natürlich nach A kommen. Und auf B kann easy gelegt werden. Und mit Glück können sie legen, bevor hier eine Info da ist. Dass es dann doch ein B ist. Jackie hört überhaupt nichts, weiß jetzt, was los ist. Da ist die Smoke schon. Und dadurch der Plant auf B. 2 gegen 2. 2 Flashes noch bei den CTs. Und auch die Ts haben noch Utility. Nate, schon mal gut Schaden. Jackie runter auf 60. Die erste Flash ist da. Die zweite kommt hinterher. Recky sprayt rein. Hat den ersten, hat den zweiten. Starker Doppelkill von ihm. Die 14. Runde für TSV auf das Heim. Die rennen jetzt hier weg auf das 2. Resetten die CT sofort nach der gewonnenen Runde. Also es scheint, als ob das heute hier doch RT-basiert ist, die Map. Und Resports es nicht geschafft hat, genug Runden zu holen auf der T-Seite. Gehen jetzt hier auch auf den Force Buy. Haben kein Interesse, auf eine Overtime zu spielen. Gehen jetzt hier auch auf den Short Boost, gehen hier aggressiv Richtung Short 4. General Ace deckt aber nur Passiv Cutters. Also ist es Yumas mit dem Doppel-Headshot. Sieht hier die Spieler crossen, die Richtung Cutters wollten. Taito auch ziemlich am Arsch, seine Posi ist bekannt, der wird da schon rausgenadet. Yumas geht hier auch aggressiv, guckt, ob er ihn irgendwo findet. Aber sieht nicht gut aus für die Jungs von Resports hier. Sind extrem unter Druck, müssen jetzt irgendwie den Opening zurück in die Runde finden. Ansonsten haben sie nächste Runde wieder nur einen Crappy Force bei. Aber die T's machen es genau richtig. Gehen jetzt hier Richtung Alang. Taito kann sich hier eine Waffe sichern, aber mit 24 HP sollte er die eigentlich abgeben. Macht er auch, auch wenn er hier der Top-Fracker ist für sein Team. Cool, dann kommt jetzt hier über Short, flasht sich selber, das wäre die Chance für Lelle hier hochzukommen und ihn zu fracken. Er bleibt aber an der Kante hängen, kann den Shot hier nicht treffen, wird geflasht, beide komplett blind, können hier nichts machen. Alang wird gedeckt und auch Lelle geht sterben. 9:15, 6 Matchpunkte für den TSV Oftersheim. Turn und Spot fair ein, also der TSV für den TSV. Ja. Deutschgrundlagen werden hier auch noch beigebracht. Und dann geht's hier wieder schnell für die Terroristen Richtung Mitte. CT ist wieder mit einem Force bei Lelle mit der Scout. Kann da erstmal nichts hitten. Da kommt der Anschuss. Jackie mit einem Yumas kann traden. Dustin schießt low, ist aber vor Molotov, muss aufpassen. Da kommt die Nade, der Kobe von Yumas. Und dann haben sie das 3 gegen 4 Überzahl mal wieder. General Ace holt auch noch Lelle aus der Mitte weg. Es sind nur noch Luke und Taito mit zwei Deagles.
Und die Tees spielen das hier weiterhin sauber runter. Molotov und smoken hier alles ab. Gehen kein Risiko ein. Stehen auch zusammen für den Trade. Nur kein Ein rausnehmen, noch ein bisschen Schaden machen. Kann sich aber zurückziehen. Aber guck mal, da steht Kuhlen bereit. Holt den Frag und Taito ist alleine im 1 gegen 3. Scout in der Hand, geht jetzt hier durch die Smoke. Kuhlen steht bereit. Headshot von ihm. Und TSV auf das Heim kann sich hier durchsetzen gegen WeSports. GG, well played. Schönes Match. War noch knapp am Anfang, aber dann hat das TSV einfach zerrissen auf der T-Seite. WeSports schafft es nicht, eine ordentliche Defense aufzubauen und muss sich hier geschlagen geben. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War auf jeden Fall ein schöner Abend für mich. 3 Matches, beziehungsweise 2,5 haben wir gesehen. Schöne, knappe Matches. Doch hier die TSV einfach stärker, muss WeSports einsehen. Von daher sage ich danke fürs Zugucken, danke für die ganzen Follows, für die Hosts. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei anderen Matches. Von daher danke und bis bald. Macht's gut. Pikachu! Und jetzt erste Full Baron für die Playing Ducks.